Moin Freunde und herzlich willkommen zum Überraschungsprojekt bei NHL 19. Erstmals seit 3 Jahren oder seit 4 Jahren oder sogar seit 5 Jahren spiele ich wieder eine DEL-Saison. Ja, welche der beiden Mannschaften habe ich mir ausgesucht? München oder Berlin? Und dadurch, dass ich Berlin richtig eine geile Mannschaft finde, also mir gefallen die Berliner richtig gut, sowohl von den Trikots als auch von den Spielern etc. pp., habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, mit den Eisbären Berlin in diesem Jahr eine Saison zu spielen in der deutschen Eishockey-Liga. Also, es ist das Überraschungsprojekt. Viele, die mich auf Twitch verfolgen, die haben das mitbekommen. Ich habe es gesagt, dass da noch ein Projekt kommen wird mit der DEL. Was ich allerdings nicht gesagt habe, ist tatsächlich mit welcher Mannschaft. Und jetzt ist es raus. Heute um 14 Uhr kommt diese Folge. Heute Abend ist ja der Auftakt der Eisbären selbst gegen die Münchner. Und dementsprechend freue ich mich natürlich drauf auf diese deutsche Eishockey-Liga. Und klar, ich als deutscher Let's Player, der sollte natürlich eine DEL-Saison spielen, wie auch immer. Und das will ich tun am Sonntag übrigens. Nochmal hier eine kleine Anmerkung. Die Bloody Army startet in die Saison. Am Sonntag geht's los um 20.15 Uhr im Livestream. Natürlich auf Twitch. Gibt ja immer noch die ein oder andere Frage, wo ich live streame. Und ja, ich streame auf Twitch, nicht auf YouTube. Gründe gibt's eigentlich keine nennenswerten. Ich bin mit Twitch gepartnert. Dementsprechend ist es mir nicht erlaubt, auf YouTube zu streamen. Aber schön für Backmann. Ja, mir macht das auf Twitch auch viel mehr Spaß. Ist wesentlich cooler, wesentlich angenehmer und dementsprechend auch wird auf Twitch gestreamt. Nichtsdestotrotz, zurück zum Spiel. Also, wir sehen momentan noch die Eisbären mit den alten Trikots, genauso wie der ERC Red Bull München. Das wird wohl Ende September, Anfang Oktober hoffentlich gefixt, wenn alle anderen Bugfixes beseitigt werden können. Die Mannschaften hatten ja Zeit, bis Anfang September ihre Trikots etc. einzureichen. Und dann wird EA gemeinsam mit den Trikots aus der EBL und der NLA zum Beispiel die Trikots wieder aktualisieren. War ja bei NHL 18 genauso. Erst waren abseits, schade. Erst waren die Trikots ja nicht aktuell. Aber dann kam der Patch. Und auf den hoffen wir natürlich auch noch im Laufe der Saison. Die neuen Trikots der einzelnen DEL-Mannschaften sind nämlich wirklich fantastisch. Und sobald da der Patch raus ist, werde ich auch noch mal ein Video extra dazu machen. Ah, schöner Check. Entsprechend da natürlich dann die Trikots noch zu zeigen aus DEL, EBL und NLA. Wieder die große Chance. Schade. Ja, Marvin Küpper steht heute für die Eisbären Berlin im Tor. Macht bislang einen guten Eindruck. Können wirklich zufrieden sein. Ist für mich aber auch wieder eine gewaltige Umstellung hier in die DEL-Regeln zu gehen. Und jetzt Oppenheimer mit McQueen. Oppenheimer mit McQueen. Und der schießt an den Außenpfosten. Mensch! Die Riesenchance für unsere Eisbären. Und ich finde es geil, da nicht immer eine Saison mit Krefeld oder so zu machen, sondern auch mal den anderen Mannschaften die Möglichkeit zu bieten. Und wir werden in diesem Jahr dann wohl oder übel gegen die Krefeld-Pinguine auflaufen. Tor! Da ist es, erster Treffer der Saison von Jens Baxmann war es, glaube ich, für die Eisbären Berlin. Da ist die Führung knapp 52 Sekunden vor Ende des ersten Durchgangs. Berlin trifft, ja, Jens Baxmann. Weltklasse, schöner Schuss. Und da kann Münchens Torhüter absolut nichts machen. Ich würde es mal interessieren, ob Lechjo hier noch zwischen den Pfosten steht. Heute kam erst ein neues Kader-Update raus, beziehungsweise gestern am 13. Oh, nochmal die Chance für München. Also, auch keine Kinder von Traurigkeit.
An alle, die noch das Kader-Update nicht runtergeladen haben, einfach in die Einstellung, dann unter Kader. Und dann kann man bei Kader den Online-Kader runterladen mit Datum vom 13. September. Und da ist der Neuzugang der Münchner. Da war Matt Stajan mit lange NHL-Erfahrung. Da hat München wirklich extrem zugelegt und er wird sie auch verstärken. Und München ohnehin wieder heiß auf den Titel. Es wäre das vierte Mal in Folge dieses Jahr. Sollten die Red Bulls tatsächlich... Oh, Tor! Michael Wolf! Ganz einfach. 3:09 im Mittelabschnitt. Und da ist der Ausgleich für den EHC Red Bull München. Schön gespielt. Ich dachte eigentlich, der Spieler geht hinter das Tor. Aber dann, kurz vorher von Stajan, gut nach außen gespielt auf Michael Wolf. Und der Neuzugang bekommt hier den ersten Assist zusammen mit Seidenberg. Also München hat auch in diesem Jahr wirklich einen hervorragenden Kader. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest. So, wir lassen uns Zeit beim Aufbau. Backmann kann auch schnell über rechts gehen, ist an Seidenberg vorbei. Da kommt die Scheibe, aber eigentlich wollte ich auf Frankl spielen. Und Vogts, ehemaliger Krefelder Spieler, jetzt in Diensten des EHC Red Bull München. Oh, das war die CPU, da gibt es die Strafzeit. Ja, Matt Stajan am 19. Dezember 83 in Mississauga, Ontario geboren. 7 Jahre für die Toronto Maple Leafs gespielt, von 2003 bis 2010. Und dann von 2010 bis 2018 bei den Calgary Flames. Und von da kam er jetzt nach München. Hat also jede Menge Erfahrung in dem, was er hier tut, nämlich in Eishockey spielen. Gute Chance in Unterzahl, Buchwieser, aber Aubrey kommt nicht dran. Und jetzt Parks, Richmond und Hörtler, die beiden Verteidiger. Achtung und Küper. 1003 NHL-Spiele für Matt Stajan. 413 Punkte, das nur am Rande mal zum Neuzugang der Münchner. Ja, alle Mannschaften haben entsprechend zugelegt. Alle Mannschaften haben sich verbessert, haben auch Abgänge natürlich zu beklagen. Und dementsprechend hofft man überall auf eine entsprechende Saison mit dem jeweiligen Team. Mitchell, Seidenberg, München natürlich jetzt über dieses Powerplay hoch erfreut, spielen die Scheibe gut hin und her, kommen nicht zum Abschluss. Berliner stellen das Ding hier gut zu, trotz alledem. Jawohl, Mitchell zählt aber nicht, wegen Abseits. Und das wäre es gewesen. Das wäre es tatsächlich gewesen, auf die Art und Weise ein Tor zu machen. Das hätte schon richtiger Schlag ins Gesicht. Wieder Wolf, der ist gefährlich, aber schön rausgetippt. Die Scheibe, man muss ja in dieser Saison oder bei diesem NHL wirklich aufpassen. Louis-Marc Aubry, aber der war zu einfach für Danny Austin-Birken. Ja, man muss in diesem Jahr wirklich aufpassen mit dem Puck-Check. Das ist ein gefährliches Unterfangen. Man hat da wirklich dran gearbeitet und es noch ein wenig realistischer gestaltet. Klar, wenn ich den Pokecheck von hinten ansetze, ist es logisch, dass der Spieler viel öfter hinfällt, wie wenn ich den Pokecheck von vorne ansetze. Also dahingehend Realismussteigerung. André Rankl will Smith in der Mitte erreichen, aber nein. Oh, schön von Frank Hörtler. Boah, was war das denn?
Jawohl, schöner Stick Lift, aber bleibt trotzdem an der Scheibe. Patrick Hager! Und Küper muss eingreifen. Florian Busch. Smith wieder auf Busch. Oh, aus den Birken. Also beide Torhüter haben definitiv was zu tun. Aber beide Torhüter bislang auch relativ gut in dem, was sie machen. Übers Tor. Darren Olver. Nachschuss. Und Renford. Wieder nichts. Schade. Braun. Mauer. Und Justin Jacques. Mauer. Jawohl. Schön wieder von der Scheibe getrennt. Jetzt Renford auf Florian Busch. Der hat ein wenig Platz. Bräuchte aber Unterstützung. Kriegt sie von Olver. Aber es fehlen wieder die berühmten Millimeter. Dupont. Spannendes Spiel hier zwischen dem EHC Red Bull München und den Eisbären Berlin. Sehr schön, Renford. Vielleicht kommt er nochmal zum Abschluss vor Ende des zweiten Durchgangs. Es bleibt aber trotz allem beim 1:1. Zehn zu zehn Schüsse, relativ ausgeglichen. Macht jede Menge Spaß, diese deutsche Eishockey-Liga. Am Sonntag übrigens das nächste Spiel wieder für die Eisbären Berlin, dann aber auswärts. Und ich meine, dann spielt Berlin in Schwenningen, wenn mich nicht alles täuscht. Werden wir nach dem Spiel auf jeden Fall sehen, wenn wir uns die Tabelle anschauen. Schöner Check. Jeffrey, der bleibt aber im Scheibenbesitz, auch gegen Dupont. Richmond kommt noch dazu. Und jetzt aber, komm, Ranke. München wettert, München will in Führung, will diesen Saisonauftakt gegen Berlin bestehen. Boah, harter Check. Voll drauf gefahren, der Berliner. Open Ice Hit, alles in Ordnung. Der Schuss kommt, aber wieder aus den Birken, sieht den. Und dann ist es kein großes Problem für ihn. Viertelstunde noch. Müssen wir in diesem ersten Spiel direkt in die Overtime. Das wäre hier zu klären. Jetzt aber erstmal die Berliner. Mit dem Großschuss. Setzen sich fest. Gut gemacht. Und dann kriege ich aber die Scheibe, die schnell genug gepasst. Ja, schön, wieder den Pass abgefangen. Oh, richtig. Ich komme manchmal mit dieser Scheibe einfach nicht raus. Und Parks auf Küper. Oh, der Aufbau ist tatsächlich schwer. Da sind sie gut dran, die Gegner. Auch hier wieder. Die fangen die Pässe einfach mir nichts, dir nichts ab. So, jetzt aber schön zurückgelegt. Und warum ist da keiner? Mensch! Jetzt aber, komm. Siehste? Siehste? Also das ist manchmal wirklich extrem. Aber wir müssen kämpfen hier auf Superstar. Natürlich spielen wir auch hier auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Ich komme einfach nicht mehr raus im Moment. Oh, es gibt sie 5 Minuten. Oh Mann. Das ist bitter für Bachmann. Bachmann ist es. Der Torschütze zum 1:0. Muss sich umziehen. Hartes Einsteigen gegen Frank Mauer. Und das gibt den Münchnern eine 5-minütige Überzahlsituation, die auch bleibt, wenn München einen Treffer erzielen würde. Weg.
Oh! Und jetzt passt alles. Jetzt passt alles. Jetzt haben wir es richtig schwer. Oh, Keeper. Weg das Ding. Einfach weg. Wir müssen jetzt diese Unterzahl schaffen. Einfach abziehen, auch wenn es ein paar Sekunden nur gibt. Jetzt wird es schwer. Riesenchance für München jetzt. Direktabnahme, Küper. Sehr schön, 1:23 noch. Berlin unter Druck. Mai. Da haben wir uns selber dezimiert. Sollen wir hin und her spielen, habe ich kein Problem mit. Spielen weit außen an der Linie. Direktabnahme. Und dann weg das Ding. Komm, eine Minute noch. Louis-Marc Aubry. Strafzeit. Yes. Oh, Gott sei Dank. Nur noch 4 gegen 3. Beinstellen gegen die Münchner. Jetzt ist hier nochmal richtig was geboten, liebe Freunde. Komm. Oh. Schöner Unterzahlschuss. Und Richmond alleine. Jawohl. Busch durch die Mitte. Da ist Richmond. Oh, wieder aus den Birken Berlin sogar. In Unterzahl richtig gut. 22 Sekunden noch. Dann kurzzeitig 4 gegen 4. Und ich glaube, es ist trotzdem noch ein kurzer Moment, den Berlin aufgrund der 5-Minuten-Strafe in Unterzahl ist. Walks auf Button. Jawohl, und Runford. Komm, du bist schnell. Schade. Also jetzt 4 gegen 4 für eine Minute. Schöner Check. So, jetzt. Komm, bei 4 gegen 4 muss es klappen. Berlin über Dupont. Sehr schön nachgesetzt. Aber Vokes kriegt die Scheibe. Jawohl, schön von den Berlinern. Also, sieht gut aus, was wir hier machen. Olva. Rankel Rückhand. Schade. Komm. Holy shit. Und Danny Austin-Birk noch 1,5 Minuten Unterzahl. Das wäre es jetzt gewesen. Was für eine Schlussphase. Berlin gegen München. Beide verzweifeln hier an den Torhütern. Sowohl Danny Austin-Birk als auch Marvin Küper machen in diesem ersten Spiel an diesem Tag heute eine gute Figur. Da ist er, Matt Station. Gefährlich. Boah, und das hätten wir beinahe bereut. Da muss ich echt aufpassen mit dem Scheiß. Sehr schön. Buchwieser auf Louis-Marc Aubry. Scheibe ist weg. Wir müssen aufpassen. Wir sind in Unterzahl. Wohlgemerkt. Und Beul ist raus. Jawohl. Kostet München wertvolle Sekunden. Jawohl. Kommt schon. Konterchance. Jetzt auf geht's. Oh, Leute. Die sind so spitz, finde ich, in der Verteidigung. Das ist wahnsinnig. Aber wir stehen defensiv hervorragend. Strafzeit! Und da wollte es der Münchner wissen. Kriegt die Strafe und dann ist es 4 gegen 4 für 18 Sekunden und dann haben wir noch Überzahl. Oh, Leute! Also die Strafzeit muss ich ein bisschen skalieren. Das kann doch nicht sein. Jeder Check ist jetzt hier eine Strafzeit. Ich meine, gut, wir sind in der DEL. Das ist was anderes als NHL. Aber das kann doch mal nun wirklich nicht sein. Küper! Verdeckte Sicht.
Wichtiger Save. Und es bleibt jetzt leider beim 4 gegen 4. Marcel Nöbels. Oh, wieder aus den Birken. Also, sollte dieses dritte Drittel torlos vonstatten gehen, bleibt es so lange beim 4 gegen 4. Jocelyn, Seidenberg, Mitchell. Die Gefahr spielt natürlich immer mit. Und wieder Küpper. Klasse Save. Das wird eine richtig spannende Saison hier mit Berlin, glaube ich. Auftakt gegen München kann sich sehen lassen. Beide Teams mit Chancen. Beide Teams mit Elan nach vorne. Aber beide Teams auch mit hervorragenden Keepern. So, Anspielstation ist erstmal zunichte. Oh, da wollte Shepard, glaube ich, abfälschen. Lieber in die Defensive zurückziehen. Vox. Schön wichtiger Check. Und da ist er, Stajan. Scheibe raus, es geht wahrscheinlich in die Overtime, wenn jetzt nicht noch hier, nein, das Riesending kommt. Also, Overtime, Wahnsinn. Im ersten Spiel zumindest ein Punkt, 19 zu 20, auch relativ ausgeglichen. Macht richtig viel Spaß. Mitchell gegen Shepard am Bulli-Punkt und der Shepard ist genau der richtige Ausdruck. Es muss Shepard. Für irgendjemanden. Am besten natürlich für unsere Berliner jetzt. Aber das ist so wahnsinnig. Also man hat, was den Scheibenverlust angeht, wirklich jeder Rempler, jede Kleinigkeit führt zum Scheibenverlust. Wieder Wolf. Aber Küper gut aufgepasst. Und Olva. Es ist nicht klar. Jawohl, Richmond. Bleibt drin, die Scheibe. Komm! Oh, aus den Birken. Und ich dachte, ich krieg die Scheibe vor Rankel. Dass er das Ding abfälschen kann und dann reinmacht. Schade. Wieder Bulli. What the hell is going on here? ...1:43 noch. Seidenberg schön gestoppt. Boah, schön auf Dupont, komm! Yes, man! Und da hat das die Konterchance für Dupont und der holt den Sieg in Overtime für die Eisbären Berlin. Weltklasse Pass auf Dupont und der macht das Ding und sichert Berlin den Extrapunkt. Und obwohl ich da richtig viel Zeit hatte, komme ich an Danny aus den Birken durch. Wahnsinniger Auftakt hier in diese DEL-Saison 2018-2019. Wunderschöner Treffer zum 2-1. Und das haben wir uns wirklich verdient. Hart umkämpftes Spiel gegen den EHC Red Bull München. 22:21. Und Micky Dupont, der ja schon mal bei den Eisbären gespielt hat, mit dem entscheidenden Treffer. Und ja, Küpper als First Star mit 95er Fangquote. Sehr, 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 sehr geil. Einfach nur genial.
Nein, wir sind bei den Thomas Sabo Ice Tigers, die ebenfalls ihr Spiel gewonnen haben. Und wir gucken auf die Tabelle, die da wie folgt aussieht. Also, auf der 1 die Thomas Sabo Ice Tigers, dann Augsburg, Iserlohn, Mannheim und Krefeld mit einem Sieg. Dahinter dann die Eisbären Billion und Straubing mit Verlängerungssieg oder Penaltyschießen. Ingolstadt und München verlieren nach Overtime respektive Penaltyschießen. Und Bremerhaven, die Kölnhaie, die Grizzlies Wolfsburg, Düsseldorf und die Schwenninger Wild Wings verlieren nach 60 Minuten. Das war das erste Spiel unserer Eisbären Berlin. Ich hoffe, ihr freut euch auf die DEL-Saison. Immer dann, wenn Berlin in Wirklichkeit spielt, kommt am Tag die Folge. Ich freue mich aufs Projekt. Gebt mir einen Daumen hoch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.